Hallo Grillfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Heute grillen wir für Schweden! Wir grillen heute für Schweden ein Flaskfilet mit Bananen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Auf Deutsch übersetzt heißt das Schweinefilet mit Banane. Und die Svenja macht eine tolle Beilage dazu. Richtig, ich mache nämlich ein schönes Mango-Chutney. Und dazu gibt es einen ganz besonderen Reis. Also darauf könnt ihr echt gespannt sein. Das Ganze findet im Rahmen der Aktion Barbecue Football EM statt. 24 Barbecue-Kanäle zeigen euch 24 Gerichte zu 24 EM-Teilnehmern. Gestern war übrigens schon der Daniel von der Odenwalder Feuerküche für die Niederlande dran. Sein Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Und es gibt auch was zu gewinnen, Svenja. Ja, richtig, denn am 17.07. findet auf dem Kanal von Daughter and Dad Sizzlezone die Verlosung statt. Also dranbleiben auf jeden Fall. Es gibt richtig tolle Preise zu gewinnen. Alle Informationen darüber findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir starten jetzt damit, dass wir euch erstmal die Zutaten zeigen. Als Zutaten für das Flaskfilet mit Bananen brauchen wir natürlich erstmal Bananen. Ich habe hier ungereifte, dann habe ich hier richtig geiles Iberico-Schweinefilet, Butter, Zwiebeln, Erdnüsse ungesalzen, ein bisschen Rapsöl, Meersalz, Bananencurry, Leute, bunter Pfeffer und Sahne. Zu unserem Flaskfilet mit Bananen servieren wir einen Mango-Chutney. Das besteht aus Mangos, groben Meersalz, Chili, Bananencurry, Kardamomsaat, geschroteten bunten Pfeffer. Dann brauchen wir Ingwer, rote Zwiebeln, den Saft einer Limette, Wasser und Weißweinessig. Zu dem Flaskfilet mit Bananen machen wir auch noch Reis. Dafür brauchen wir Reis, Rotkohlsaft und Natron. Wie ihr wisst, die genauen Mengen, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, mit dem Rotkohlsaft und mit dem Natron werden wir noch ein bisschen zaubern. Aber das zeigen wir euch später. Und jetzt starten wir mit dem Mango-Chutney. Die Schnibbelarbeiten habe ich jetzt erledigt. Hier meine zwei Mangos in Würfel geschnitten. Ganz grob, muss nicht besonders schön sein. Dann habe ich hier zwei Zwiebeln, die habe ich auch in kleine Würfel geschnitten. Und hier habe ich das Walnussgroßstücke Ingwerstück. Das kann man reiben. Wir haben das jetzt, oder ich habe das jetzt in kleine Würfelchen auch geschnitten. Denn wenn man da noch mal so ein bisschen raufbeißt, das ist ein ganz kleiner, schöner Kick. Ja, und die Limette hat das an Saft rausgelassen. Und jetzt gehen wir an den Grill und dann zeige ich euch, wie wir das Chutney zubereiten. Unser Dutch Oven steht jetzt schon auf unserer Gasgrillfeuerstelle. Wir nutzen dafür unseren FT3. Als erstes nehmen wir Wasser, wie man hört, Essig, Limettensaft und den Zucker. Der Zucker sollte sich jetzt einmal auflösen. Das geht relativ schnell. Wie man sieht, hat sich der Zucker jetzt schön aufgelöst. In unseren Sud geben wir jetzt die Zwiebeln und den Ingwer. Dazu kommen jetzt die Gewürze. So, das war das Bananencurry. Dazu kommen die Chiliflocken, die gestoßenen Kardamomsamen. Und ganz zum Schluss Salz und Pfeffer. Das rühren wir jetzt noch mal schön um. Und zu den ganzen Zutaten kommt jetzt unsere Hauptzutat und das ist die Mango. Das war's eigentlich auch schon. Hier kommt jetzt der Deckel drauf und das Chutney wird jetzt 30 bis ungefähr 45 Minuten kochen. Kommt ganz drauf an, wie fest auch die Mango ist. Wenn man sehr feste Mango nimmt, muss es ein bisschen länger köcheln. Wenn man weiche Mango nimmt, so wie wir jetzt, ist es ungefähr in einer halben Stunde fertig. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass die Öffnungen zu sind, denn sonst verliert das Chutney einfach zu viel Wasser und man muss zu viel Wasser nachgeben. In der Zwischenzeit habe ich schon mal meinen Kugelgrill vorbereitet. Ich glühe hier schon mal ja, so eine Dreiviertel Anzündkamin von den Beach vor. Und bei mir geht es jetzt weiter mit dem Schweinefilet und den Bananen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Bananen, um das Schweinefilet und die Zwiebeln. Die Zwiebeln habe ich schon bereits einmal in Würfel vorgeschnitten. Kommen wir dann nun erstmal zu den Bananen. Die schälen wir uns einfach.
Und dann nehmen wir uns ein Messer, teilen die einmal in der Mitte durch und dann nochmal einmal längsseitig quasi in solche Viertel. Und das mache ich erstmal mit allen fertig. Die Bananen sind nun geschnitten. Jetzt kommen wir zum Hauptdarsteller, zum Fleisch. Von Gourmetfleisch, richtig tolles Schweinefilet vom Iberico. Bei gourmetfleisch.de, guckt mal rein. Online-Shop für Premiumfleisch. Und mein Partner des Vertrauens in diesem Segment. Packen wir die mal aus. So, Freunde, ausgepackt, abgetupft. Hier sind sie. Schöne, schöne Teile. Die haben ungefähr gute 400 Gramm gehabt. Ich habe jeweils die Filetspitze abgeschnitten, weil wir wollen schöne Medaillons machen und das funktioniert mit denen nicht so gut. Aber das verarbeiten wir natürlich noch weiter. Dann gucken wir, ob wir hier noch irgendwas parieren müssen. Das ist nicht der Fall. Dann nehmen wir uns ein scharfes Messer und so gute 2 Finger breit schnallen wir uns jetzt Medaillons hier raus. Die Medaillons sollten möglichst eine Größe haben. Die nehmen wir uns dann und drücken die einfach mit dem Handballen ein bisschen platt. So, die haben noch relativ gut Restfeuchte. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dafür nimmt ein bisschen Rapsöl, brauche ich hier nicht. Und wir werden die jetzt schon mal vorwürzen. Als Salz nehme ich hier immer das Meersalz von der Firma Stay Spiced und auch diesen leckeren, bunten, gestoßenen Pfeffer. Beides habe ich mir bereits in meine Mühlen abgefüllt. Und dann fangen wir mit dem Salz mal an. Natürlich von beiden Seiten. Und dann natürlich noch ein bisschen Pfeffer. Und nun geht es mit dem Fleisch und den Bananen gleich an Grill. Mein Grill habe ich rechts und links mit den Kohlekörben bestückt und die Briketts reingegeben. Dann der Grillrost rein und dann ziehe ich erstmal beide Kohlekörbe schön in die Mitte. Und lassen den mal einen kleinen Moment aufheizen. So, und dann fangen wir an, dass wir die Bananen angrillen. Wenn die Bananen rundum etwas angegrillt sind, dann kommen sie zurück aufs Brett. So sollten sie dann in etwa aussehen. Grill kurz ein bisschen abgeputzt, dann geht es weiter mit den Medaillons. So, nach 1-2 Minuten drehen wir sie auch schon um. Die sollen natürlich nicht ganz durchgaren, die sollen nur leicht eine Röstung von jeder Seite bekommen. So, und dann habe ich hier so eine Paella-Pfanne und die stellen wir uns jetzt hier mal oben drauf. Dann geben wir mal die Butter hinzu, können auch schon gleich dann die Zwiebeln dazu nehmen. Alles noch mit direkter Hitze von unten. So, die Zwiebeln sind jetzt schön glasig und leicht karamellisiert. Und nun kommt von Stay Spiced das passende Bananencurry dazu. Das habe ich hier schon mal abgefüllt. Das rösten wir einmal ganz kurz leicht mit an. Oh, Leute, hier kommt ein Duft raus. Wahnsinn. Nicht zu lange, es soll nicht anbrennen. Die Sahne, damit löschen wir jetzt ab. So, das Ganze schön umrühren. Aber wir geben auch schon mal so ein bisschen von dem Pfeffer mit hinzu und eine Spur von dem Salz. Das schmecken wir aber ab. Dann nehmen wir noch nicht alles. Und da die Sahne ja relativ flüssig ist, lassen wir die jetzt erstmal so, ja, ich denke mal eine Viertelstunde, vielleicht auch länger, einreduzieren. Unser Chutney hat jetzt schön 30 Minuten vor sich hingeköchelt. Ja, und dann wollen wir jetzt mal reingucken. Oh. So soll es sein.
Dann können wir den Grill jetzt auch ausmachen. Zack. Denn das Chutney essen wir kalt dazu. Das heißt, es darf jetzt noch ein bisschen abkühlen. Wenn man so wie wir jetzt eine größere Menge Chutney macht, das braucht man ja nicht alles an einem Tag, wenn man nur zu zweit oder zu dritt oder zu viert zu Hause ist, dann kann man das so heiß noch in Gläser abfüllen und es hält sich im Kühlschrank mindestens 3 Monate, wenn die Gläser richtig zu sind. So, wie man sieht, die Soße ist schon weitaus sämiger geworden. Die nehmen wir jetzt erstmal runter und dann bauen wir einmal ganz kurz den Grill um. Dann nehmen wir uns nämlich einmal hier den Rost raus oder zur Seite und setzen unsere Kohlekörbe nach außen. So, wir wollen jetzt nämlich nur noch Hitze von der Seite. Ich drehe unten auch schon ein bisschen runter, so auf halbe Temperatur. Dann kommt die Pfanne wieder rein und dann setzen wir uns unsere Medaillons in die Soße, genauso wie auch die Bananen. So, wir versuchen das Ganze so ein bisschen mit Soße zu bedecken, also die Bananen. Und das Fleisch, das ziehen wir jetzt auf 58 Grad. Und nun kommt der Deckel wieder drauf. So, liebe Freundin, wir haben ja gesagt, dass wir zu unserem Fleisch noch einen Reis machen. Den habe ich in der Zwischenzeit in der Küche schon gekocht, während mein Chutney auf dem Grill schön vor sich hingeköchelt ist. Jetzt kommt unser Rotkohlsaft und das Natron ins Spiel. Und zwar nehmen wir jetzt das Natron. Und dazu nehmen wir 1, 2... und noch eine dritte Messerspitze voll mit Natron. Das Natron ist in dem Saft. Wir rühren das ein bisschen und warten. Geduld ist nicht meine Kernkompetenz. Und in der Zwischenzeit, während ich hier so auf die Dinge warten, die da kommen sollen, verrate ich euch mal schnell unser Lösungswort. Und das ist überhaupt Ausrufezeichen. Genug gewartet. Wie ihr seht, die Flüssigkeit hat sich verfärbt. Es ist nicht mehr lila, sondern es hat jetzt eine schöne blaue Farbe. Bisschen Zauberei, also Natron und Rotkohlwasser. 2, 3, 4 Minuten warten und schon ist es schick. Das gebe ich jetzt hier über meinen Reis und vermenge das Ganze. Denn was sind die schwedischen Farben? Gelb und Blau. Unser Reis ist jetzt schön blau eingefärbt. Natürlich wird es nicht so tiefblau wie zum Beispiel unsere Shirts. Aber das liegt in der Natur der Dinge. Es ist halt ein Lebensmittel. Ich könnte jetzt mit Lebensmittelfarbe arbeiten, dann wird er dunkelblau, aber das braucht auch kein Mensch. So sieht das Ganze aus und nachher auf dem Teller wird es richtig, richtig gut aussehen. So, Freunde, wollen wir mal gucken, wo wir stehen. Ja, ich würde sagen, fertig. So, dann werden wir uns jetzt mal den Teller bauen. Svenja, hältst du mir den einmal hin? Na klar. Einmal ein schönes Filet. Natürlich mit, da muss ich mal zugreifen. Da mit ist die Banane. Banane. Und natürlich mit dem blauen Reis, Leute. Jetzt kommt noch ein bisschen was von unserem Chutney mit dazu. Und für den Crunch noch ein paar Erdnüsse. Oh, probieren. Leute, so sieht das aus. Bisschen Chutney. So. Ein Gedicht. Boah, lecker. Also diese warme Banane mit der Currysoße. Das ist der Hammer. Und dem Fleisch. Das ist der Hammer. Flaskfilet mit Bananen, an Mango Chutney und blauen Reis passend zur Farbe. Wir werden natürlich noch ein entsprechendes Tellerbild bauen. Relativ exotisch für Schweden mit dem Curry, aber ja, aus den 70er Jahren eins
der Gerichte, die dort relativ oft gegessen werden. Für uns war natürlich gleich klar, dass wir jetzt nicht, wenn wir Schweden gezogen haben, Köttböller nehmen oder die Zimtschnecken. Bevor die Svenja mir gleich alles aufgegessen hat, appelliere ich nochmal an euch, gebt einen Daumen nach oben, schreibt unten ein paar Kommentare rein, ob es euch gefallen hat. Guckt euch unbedingt die Videos der ganzen Kollegen an, die noch mitmachen. Morgen ist übrigens der Alien Barbecue dann, den verlinke ich euch mal hier oben. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Das stimmt. Ja, und falls ihr das noch nicht seid, würde ich mich hier oben auch super über ein Abo freuen. Und da, wo jetzt die Svenja steht, da überblende ich jetzt mal zwei Videos von mir. Und dann sagen wir, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Gott Appetit! Tschüss!